Wir haben Steve Hirschi, ehemaliger Captain vom HC Lugano und heute im Nachwuchs tätig. Steve, merci mal, nimmst du so kurze Zeit. Ja, in der wichtigen Phase für den HC Lugano, wenn du da Interesse umschaust und das spürst, es geht bald los und du selber bist nicht mehr mit drin, speziell. Speziell? Eine gewisse Nervosität ist da, ja. Man ist gespannt, was passiert jetzt da im Finale. Aber ich bin ehrlich zufrieden. Ich kann es von außen verfolgen, muss da nicht mehr schwitzen, nicht mehr wehtun. Und von dem her bin ich einfach gespannt, ja, auf die Serie. Aber ein bisschen anschiessen, dass man den Meistertitel nicht mehr holen kann, selber, dass man nicht mehr selber beeinflussen kann, tut es dir nicht? Nein, ehrlich nicht. Ich muss jedem gönnen, der da drin ist, der jetzt die Chance hat. Ich habe manches Jahr die Gelegenheit gehabt. Hast du nicht mehr geschafft seit 2006, aber ist klar, ein gewisses Kribbeln ist da. Es wäre schön, immer noch dabei zu sein, das ist klar, das ist schon normal aus Ex-Sportler. Dass man da auf dem Eis unter sein und helfen, aber sonst geht es mir sehr gut, sehr, sehr positiv. Du hast es angesprochen, 2006, das tönt so unglaublich lang her. Was hat sich seitdem verändert, wenn du jetzt einfach die Zahl hörst, die 12 Jahre? Das Meisterteam von denen? Ja, 2006 war natürlich der absolute Höhepunkt. Und seitdem ist viel passiert. Viel Wasser, die Ufis abgeflossen sind der Langnauer nicht. Ja, genau. Aber ja, man hat sehr viel erlebt, nicht nur Positives, sehr viel Tief gehabt, schwierige Situationen. Aber jetzt, in den letzten 3 Jahren ist das Ganze wieder sehr positiv geworden. Vor 2 Jahren waren wir noch im Finale gewesen. Und jetzt wieder die Chance. Also von dem her gibt es die richtige Direktion, sage ich jetzt mal. Es ist aber gleich eine lange Zeit, in der man jetzt keinen grossen Titel mehr feiern konnte. 2016 hat man es verpasst gegen SCB. Wie nimmst du hier das Umfeld wahr? Wie titelhungrig ist Lugano und Bianconeri? Ja, sie sind extrem hungrig, ist klar. Wir wollen unbedingt diesen Titel. Wir warten schon lange. Wir arbeiten auch hart seit Jahren auf das Ziel hin. Und jetzt ist die Chance wieder da. Und wir merken auch, die Fans und alle sind wirklich hungrig. Die Spieler, wir merken, sie sind geladen, sie sind positiv gestimmt und ein riesen Hunger, den Titel zu holen. Du warst ja vor 2 Jahren noch selber mit dabei gewesen. Den SCB konnte man nicht schlagen. Was ist es dann zumals gelegen? Was kannst du jetzt heute den Spielern mitgeben, Jungs? Das weiss ich von dazumals noch. Ja, ich meine, es waren viele Spieler auch dabei, die dann zumal das Finale gespielt haben, genug Erfahrung. Sicher dann zumal war es Bernd Stecher, sage ich jetzt mal, klar überlegen gewesen. Und ich denke, die Situation hat sich ein bisschen geändert. Ich denke, wir haben eine Mannschaft, die sehr kompakt ist, ein super Jahr hat gespielt. Vielleicht sehr wenig Teufel gehabt, vielleicht um Weihnachten herum. Aber sonst eine super Saison gespielt und jetzt sicher nach dem Turnaround gegen Biel ist die Mannschaft sicher bereit, den nächsten Schritt zu machen. Wir reden hier im Tessin davon, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt hat, in den letzten 3 Jahren grosse Schritte vorwärts gemacht hat. Wo siehst du eine Verbesserung? Wo siehst du noch, wo man können zulegen im Vergleich zu 2016, zur Finalmannschaft von 2016? Ja, das ist sicher schon ein bisschen angetönt, die Mannschaft. Der Kit ist da. Man merkt, dass wenn man mit den Spielern redet, im Training oder in den Spielen, wenn man zuschaut, sieht man, dass der Kit da ist, dass jeder für andere säckelt und alles gibt, jeder seine Rolle akzeptiert und das Beste gibt für die Mannschaft. Du selber bist ja schon lange mit dabei, du hast schon viele Playoff-Serien miterlebt. ZSC 1 sind ein Gegner, der ein bisschen unberechenbar ist. Ein Gegner, der die Qualifikation schlecht abgeschlossen hat und plötzlich voll da ist. Wie tut man das handeln als Spieler? Ist das einem völlig egal, welcher Gegner das da kommt, oder ist das gleiches Thema? Ja, man befasst sich sicher schon ein bisschen mit dem Gegner, das ist klar. Zürich ist ein sehr gutes Team im Moment. Wir sehen auch dort jeden Sektor füreinander. Sie hatten eine sehr schwierige Saison, einen Trainerwechsel noch drin, aber seit dem Trainerwechsel, denke ich, der Kossmann hat gute Arbeit gemacht, hat die Mannschaft wirklich zusammengebrungen. Und ja, das Spiel ein verfolgt gegen Bern. Und dort war wirklich eindrücklich, wie sie füreinander kämpfen, ohne aufgeben. Du bist ja selber jetzt im Nachwuchs tätig. Was würdest du Lugano für ein Gütesiegel geben in Sachen Nachwuchs? Wie weit ist man schon hier im Tessin mit den jungen Spielern, die man probiert zu integrieren? Ja, man sieht es jetzt in der Mannschaft. Wir haben sehr viele junge Spieler, eigene Spieler, die jetzt in der ersten Mannschaft spielen. Und von dem her hat sicher der Nachwuchs in den letzten Jahren einen sehr grossen Schritt vorwärts gemacht. Wir haben fast alle Jahre jetzt 1-2 rausgebrungen und in die erste Mannschaft einfügen. Und das ist von dem her sicher eine gute Arbeit. Wie beobachtest du bei dir selber den Wechsel plötzlich aus dem Aktiven ab in Nachwuchs? Ist der Schritt ohne Probleme gegangen? Oder hast du schon 10 Jahre lang, wenn du die Biber ist, wenn du die draußen siehst und denkst, ich würde gerne
Nein, es war relativ ruhig, der Wechsel. Es ist klar, bis ich den Entscheid gefallen habe, dass ich jetzt aufhöre mit Eishockey. Da hat man natürlich schon ein bisschen gekämpft, aber nachher ist der Entscheid gemacht. Ist für mich das gut gewesen. Ich war von Anfang an ruhig. Ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt ein Spiel schauen, weil ich nicht wirklich das Gefühl hatte, ich müsse das machen. Aber es war nicht eine Nervosität oder eine Angst in mir, sondern es war einfach jetzt der Moment, wo ich ein bisschen Abstand haben. Aber jetzt schaue ich sehr gerne Matches. In den Playoffs habe ich jetzt wirklich viele Spiele gesehen. Und es ist wirklich interessant, das zu verfolgen von ausserhalb. Am TV oder bist du einer, der ins Stadion geht und nur die Nacht dran muss sein, selber nicht mehr spielst? Zwei Spiele habe ich im Stadion gesehen und den Rest habe ich wirklich im Fernsehen gesehen. Mit der Familie zusammen, mit den Gielen, die ich habe. Tun wir das zusammen miterleben und das ist so spannend und interessant am Fernsehen. Du als ehemaliger Captain von dem Team, was denkst du, was passiert hier in Lugano, wenn man tatsächlich den Meister in Thüringen gewinnen hätte, wäre konjunktiv sehr schwierig im Sport, aber gleich mal, wenn du das mal vorstellst. Wir wissen ja, was passiert da in Lugano, wenn der dort rauskommt, dass es ein Riesenfest wird sein. Aber klar, die Spieler haben jetzt nicht Zeit, für auf das zu konzentrieren, muss jetzt dieser Schritt gemacht werden und danach wird es ein Riesenfest sein. Das ist klar, wir haben das 2006 erlebt. Und wir haben wirklich eine Woche lang mit den Fans zusammen gefeiert in der Stadt. Und das wird eine Woche lang. Ja, also das ist nicht zwei Tage und dann ist es vorbei. Das wird wirklich zelebriert und genossen. Aber eben, wie gesagt, zuerst gilt es darum, den Titel zu holen.